So, und wir kommen direkt zu uns beiden. Ich freue mich schon. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Das ist eine gute Frage. Und zwar eigentlich seitdem ich auf die Welt gekommen bin, beziehungsweise ich hatte mit 4 Jahren meinem Papa irgendwie gesagt, so hey, ich werde Nationalspielerin, hat mir letztens meine Schwester erzählt. Also ich habe anscheinend sehr, sehr früh meine Vision gehabt, meine Ziele gesetzt. Sehr, sehr viel Glück gehabt, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und wirklich halt ne, anhand dieses Systems aufgewachsen bin, was von Nachwuchsförderung bis hin zur Spitzenförderung halt lief, um halt final auch die duale Karriere zu machen. Also es war letztlich so, dass ich mit 14 Jahren dann von Norddeutschland aus an die Sportschule in Potsdam gekommen bin und hier halt wirklich gefordert und gefördert wurde. Kann man natürlich im Nachgang, also nicht anhand der neuesten Trainingsmethodik, war dennoch damals sehr, sehr erfolgreich und ich bin dort auch meinen Weg gegangen, wo ich halt generell immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das ist jetzt immer, sag ich mal, jetzt auch das, was unterhalb der Wasseroberfläche ist, wenn man diesen Eisberg vor sich hat, so diese inneren Konflikte, die einen tragen, anhand einfach des Führungsstils ja auch teils. Das sind natürlich jetzt Einblicke, die ich vergleichen konnte, weil ich dann zu später Karriere dann auch nochmal ins Ausland gegangen bin und da halt wirklich auch einen Vergleich ziehen konnte. Also zu sagen, okay, der Frauenfußball in Deutschland, beziehungsweise ich kann es ja jetzt letztlich nur von Potsdam aus beurteilen, weil ich dort meine Erfahrungen gesammelt habe, auch wie schwierig das ist, zeitgemäß sich zu entwickeln, um diese Potenziale halt einfach, die da sind, die ich sowohl in England gelebt habe, leben durfte, einfach hier einzubeziehen. Und man sieht ja auch gerade, ne, was ja auch unser Hauptaspekt heutzutage heute ist, zu sagen, wo stehen wir hier in Deutschland und wo stehen andere Länder, andere Verbände. Mhm. Eine super interessante Thematik, da auch mal einen Einblick gewonnen zu haben. Und also quasi meine Potsdam-Zeit, also ich war bis ich 26 war, also wirklich 12 Jahre dort verbracht habe, auch mit dem Aspekt ganz klar der dualen Förderung, weil das einfach anhand des Olympiastützpunktes, das Verbundsystem, was wir dort haben, einfach sehr, sehr förderlich ist, dass du letztlich als junge Spielerin die Möglichkeit hast, dein Abitur zu machen, deinen Schulabschluss, dann wiederum auch über eine duale Laufbahn einfach das Angebot hast, einen Abschluss zu machen. Hab dann aber ganz klar nochmal gesagt, okay, ich möchte unbedingt nochmal ins Ausland, auch mit dem Hintergrund, dass ich im Frauenfußball was bewegen möchte. Wir hatten die Thematik unter anderem ja vorab auch als Spielerberater, wie wichtig das ist. Hier auch nochmal ganz klar meine Meinung dazu. Ich bin mit 16 in die erste Bundesliga gekommen und da geht es ja dann auch um den wirtschaftlichen Aspekt. Und ich sag mal so sehr wie der Fußball meine Passion ist, meine Leidenschaft ist, ich wäre mit 0 Euro rausgegangen. Aus den Gründen, dass es einfach, ja, ich habe das gar nicht so breit gesehen. Und dann aber ganz klar auch zu sagen, ich möchte auch diesen wirtschaftlichen Aspekt zu haben, weil es wirklich eine 24/7 Berufung ist. Ich rede hier ungern von Beruf, weil das echt durch die Leidenschaft so geprägt war. Zu sagen, ich stecke ganz klar meine Ziele, aber ich habe weiterhin Tanz auf den 2 Hochzeiten. Das heißt, ich habe diese duale Karriere, weil ich auch als Athletin im Leistungssport schnell darum weiß, dass die Karriere ganz schnell zu Ende sein kann aufgrund einer Verletzung. Trat leider bei mir auch ein. War aber dennoch vorbereitet und bin darüber hinaus, auch über die Nationalmannschaft durfte ich auch meine Erfahrungen machen. Dann unter dem Slogan ja auch nach Rio, beziehungsweise Potsdam, Rio, London, was mich, ja, das, was zum einen ja Fußball ist, aber aufgrund auch das, was der Sport einfach kann, was da für eine Power hinter ist, in unserer heutigen Gesellschaft auch ganz klar verantwortungsbewusst voranzugehen. Über die Olympischen Spiele halt, sehr, sehr prägend die Zeit gewesen, aufgrund dessen, dass ich ja auch in so einem Olympiastützpunkt groß geworden bin, wo halt ganz viele andere Sportarten auch sind und diese teils auch sehr um ihre Plattform kämpfen. Und darüber hinaus dann auch nochmal zu sagen, okay, mit der Erfüllung, mit meiner Lebenstraumerfüllung der Olympischen Spiele auch nochmal ins Ausland zu gehen. Und das war für mich halt sehr, sehr prägend, einfach sehen zu dürfen, anhand auch des Führungsstils auch ganz klar, auch eine andere Offenheit der Sportart gegenüber und ein ganz
ganz anderes Förderungssystem. Mhm. Also wie man ganz klar sagt, okay, hier investieren wir, hier ist kein Split zwischen Männer- und Frauenfußball, es ist Fußball, um final auch zu profitieren davon. Und das sieht man ja auch anhand, wir haben vorhin so eine schöne Statistik ja auch gesehen, beziehungsweise davon auch gehört, inwiefern uns andere Länder, andere Verbände einfach den Weg vorangehen. Und dementsprechend haben wir halt einfach die große Kluft. Ja, und Tabea, du bist auch jemand, der sehr klar Haltung hat. Vielleicht magst du uns ein bisschen dazu erzählen. Ja, ich sag mal, ich bin sehr, sehr bodenständig aufgewachsen und es war immer irgendwie, ich wusste für das, was ich einstehe, dass es auch ein steiniger Weg ist und dass man immer irgendwie auch teils gegen den Strom schwimmt, das auch auf jeden Fall auch. Und ich mir immer sehr zu Herzen genommen habe, ich wurde in meinem Leben so viel gefördert, auch sehr, sehr viel gefordert und es gibt so viele Gründe dafür, warum ich oben angekommen bin und auch erfolgreich meinen Sport ausführen durfte. Und einfach dieses Empfinden und ja auch dieses ganze letzte Jahr, wo ich nach meinem Karriereende, wo ich mich stetig damit befasst habe, so ich möchte dem was zurückgeben. So ich sehe diese Ära noch nicht als mein Ende oder diese aktive Karriere ist zu Ende. Aber da ganz klar für einzustehen und dann jetzt auch den Weg, den ich gewählt habe, ganz also viel bewirken zu wollen, was bewegen zu wollen, auch gerade an dem Standing des Frauenfußballs, wo wir sind, auch diesen unbequemen Weg zu gehen. Und wo meinst du, muss der Fußball hin? Ich meine, das ist immer, ich persönlich habe immer einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selber. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie so Leistungssport geprägt und dass alle Athletinnen auch diesen Anspruch haben, weil du investierst so viel Zeit, das ist ja auch eine sehr, sehr prägende Zeit. Und zu sagen, mit dem, dass ich diesen Sport mache, möchte ich halt auch was bewegen. Und da ist diese Power, ich meine, Fußball ist in aller Munde. Wenn man sieht, was wir für Turniere hatten, jetzt auch hier in Deutschland, was das für Emotionen weckt in der Gesellschaft, rein, was das für eine Power auch rein kulturell hat, also mit was für Leuten. Ich sage ja auch immer so, wir dürfen uns keine Grenzen setzen. Und einfach auf die Leute zuzugehen, weil letztlich ist es, wenn ein großes Turnier ansteht oder so, man fliegt sonst wohin, um dem Fußball zu folgen, man liegt sich am Ende des Spiels in den Armen, sei es fernab von Nationalitäten, kulturell, Religion, man liegt sich in den Armen. Und das ist halt einfach immer so ein Status oder so eine Sicht, wo ich denke, so ja, da haben wir einfach auch diese Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und ganz klar auch voranzugehen und dann halt auch uns diese Plattform zu geben. Nur wir müssen diese Plattform auch selber nutzen und wir müssen vorangehen. Jetzt ist vor einigen Tagen die Initiative Fußball kann mehr losgetreten worden. Für mich sieht das sehr stark nach vielen Quoten aus. Wie siehst du das? Und wie stehst du den Quoten auch gegenüber? Das finde ich eine sehr wichtige Frage. Oder damit befassen wir uns ja jetzt auch sehr, sehr breit in der Gesellschaft. Primär muss ich sagen, ich bin traurig drum, dass man so weit gehen muss. Ich merke das ja anhand meiner eigenen Position, auch mit meinem Anstreben als Präsidentin des Frauenfußballclubs in Potsdam. Einfach, wie sehr dir die Grenzen aufgesetzt werden, also auch dir die Kompetenz nicht zugeschrieben wird, obwohl du einen akademischen Abschluss hast. Und einfach durch die Praxiserfahrung als Athletin und vor allem das dann auch über die Grenzen hinaus, auch außerhalb der eigenen Liga, zu sagen, ich möchte diese Impulse setzen und es wird nicht angehört, es wird sich angehört, aber es wird daraufhin nicht gehandelt. Und das ist halt der schwerwiegende Punkt meines Erachtens, was auch ursächlich dafür ist, dass halt nicht so viele ehemalige Spielerinnen oder auch vielleicht auch aktive Spielerinnen, ist ja auch möglich, die in den Verein mit einzubinden, habe ich teils auch mal erlebt in Sachen Praktikum. Und ich glaube, da haben wir einfach so viel Potenzial, was wir auf der Strecke liegen lassen, weil das ist, anhand dieser Praxis kann man halt einfach so viel mitnehmen. Und dass es jetzt zu der Initiative gekommen ist, zu sagen, wir stehen jetzt dafür ein, wir haben eine ganz klare Forderung, ist ja auch einfach ein ganz klares Zeichen, dass wir zu handeln haben
und diese Spielregeln aufsetzen müssen. Ja, du hattest es gerade schon angesprochen, du kandidierst für deinen Heimatverein Turbine Potsdam. Wie erlebst du das gerade? Dazu muss ich ein bisschen vorgreifen, würde ich gerne ein bisschen vorgreifen, weil das ist ja nicht, die Idee ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern es war ja wirklich, dass ich, wie gesagt, mich hinterfragt habe, was ich überhaupt will. Zudem habe ich mir einen Coach dazu gezogen, also ein Business Sport Mental Coaching. Auch anhand der aktiven Karriere, wo ich mein Karriereende bekannt gegeben habe, aufgrund dessen, dass ich halt Invalidin war. Zu sagen, du hast 14 Jahre in deiner aktiven Karriere einen Coach, der dir tagtäglich sagt, was du zu machen hast, und dann stehst du da. Und dann dachte ich mir so, nach 3 Monaten irgendwie, ich hatte noch ein bisschen zu kämpfen in der Reha auch, um wirklich wieder fit zu werden, dachte mir dann so, okay, habe quasi selber die Initiative ergriffen, habe gesagt, okay, ich brauche hier irgendwie mal Klarheit, weil die regelmäßige Woche eines Athleten, einer Athletin, du hast immer diesen Regenerationstag da drin. Und dadurch, dass so viele neue Impulse auf mich zugekommen sind und dann ich immer unzählige Projekte, ob soziale Projekte waren, ob es private Projekte, ich kam vor lauter Projekten einfach nicht mehr zur Ruhe und habe gesagt, okay, hier und nicht weiter. Und dann hat anhand dieses Coachings ganz klar herausgearbeitet, okay, wie setze ich meine Impulse, was möchte ich bewirken, mit welcher Konsequenz. Hat sich dann von Seiten des Vereins auch so, ob ich Botschafterin sein könnte. Und da bin ich aber auch ganz klar, anhand des Standpunktes habe ich dann halt verglichen oder beziehungsweise mir Gedanken darüber gemacht, okay, anhand meines Wertebildes, ich kann einfach, das kollidiert. Was für mich mein eigener Entschluss war, beziehungsweise den ich auch kommuniziert habe, zu sagen, ich möchte was bewirken, aber in einer Position, weil eine Botschaft, mit der ich in Konflikt gehe, würde ich nicht nach außen geben wollen. Und dementsprechend dann halt meine Position vorgeschlagen anhand eines Vorstands, beziehungsweise dass ich halt im Vorstand tätig werde, kam aber kein Feedback, also das Angebot ist einfach nicht da. Und dann halt anhand dessen natürlich auch mich bewusst mit einer höheren Position, mit der höchsten eines Vereins befasst und hier aber auch mir ganz klare Kompetenzbereiche geschaffen, wo ich halt wirklich, also anhand meines Kompetenzteams auch viele Vertreter, sei es jetzt aus der Politik, aus der Wirtschaft und auch vom Sport, die auch jetzt innerhalb eines Verbundsystems ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, zusammenzuholen, mit denen zusammenzuarbeiten und jetzt wirklich voranzugehen. Und ja, es gibt, ich meine, man darf nicht vergessen, so sehr wieder, ich meine, es ist ein Traditionsverein, es sind sehr, sehr veraltete Strukturen, die man aufbrechen muss, um wirklich wieder zeitgemäß den Spielerinnen eine gute Plattform mit der Möglichkeit der maximalen Leistungserschöpfung schaffen muss. Den Weg gehe ich und dementsprechend werde ich auch konfrontiert mit Dingen, die, ich habe mich auf vieles vorbereitet und deswegen bin ich auch nicht erschüttert, aber das ist fernab von dem Leistungssportgedanken und das ist für mich auch signifikant dafür, oder ich sehe mich als Paradebeispiel dafür, warum es so schwer ist, als Frau in einen Verein eine hohe Position einzugehen. Und das ist erschreckend und für mich auch erklärend dafür, dass wir stagnieren. Okay, viel Durchhaltevermögen weiterhin für deine Präsidentschaftskandidatur. Die Wahl dazu findet im Juni statt, also genau in einem Monat. Toi, 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 es wäre natürlich echt ein gutes Signal, wenn sich da was tun würde. Vergleichsweise sind ja auch tatsächlich wenig Ex-Spielerinnen in den Frauenfußball eingebunden. Du hattest es ja auch schon gesagt, man ist vor verschlossener Tür, auch innen sind die Türen verschlossen. Wo kann man anpacken? Wovor haben die Leute auch Angst?
Ich glaube, wovor wir Menschen sind ein Gewohnheit, also wir sind ein Gewohnheitstier. Und sobald man irgendwie das Wort Veränderung in den Mund nimmt, ist erstmal Abstand, weil dann müsste ich mich ja eventuell auch außerhalb meiner Komfortzone bewegen. Und das machen wir ungern. Und das ist zum einen ein Punkt, wo ich glaube, dass wir uns viel mehr, ich meine, ich habe die ein oder anderen Hospitationen auch gemacht, sich wirklich immer selber auch vor Augen zu halten, so, wenn ich mich weiterentwickeln will, muss ich auch woanders reinschauen, sei es wirklich auch in andere Projekte. Ich war bei einem sozialen Projekt in Ghana an der Talentschmiede und habe mir da deren Arbeit angeschaut, deren Philosophie, deren Visionen und einfach von dem das mitzunehmen und zu filtern beziehungsweise zu klassifizieren, was passt, was würde ich gerne, wem oder was würde ich gerne nachgehen. Aber ich glaube auch, wo wir ja hinwollen, ist der Punkt, ich möchte nicht, weil ich 14 Jahre Fußballerin war, jetzt einfach Teammanagerin werden, sondern so zum einen auch ein Grund, warum ich jetzt an der Uni auch nochmal bin, ganz klar bin ich möchte das Signal einfach senden, zu sagen, okay, wir wollen den Sport professionalisieren und deswegen ist es auch mein eigener Anspruch, mich zu professionalisieren. Das heißt auch, den ganzen Background anhand, sei es jetzt auch Führungslehre, Führungsstile, analytische Themen im Fußball anzugehen, um dann halt mit der Kompetenz auch vorne wegzugehen. Und das ist ja genau der Punkt, warum sind wenige Spielerinnen irgendwie in dem Frauenfußball-Business. Ich bin der Meinung, es werden einfach die Angebote nicht geschaffen. Und wir müssen uns halt bewusst sein, dass wir da halt echt voll reingehen müssen, mutig sein müssen und uns selber die Angebote schaffen müssen. Ich würde sagen, dass jetzt auch pandemiebedingt wir uns in einer ganz schön spannenden Umbruchsphase befinden. Das ist ja wie unter einem Brennglas. Auch dass wir heute den Kickoff der Female Football Academy haben, ist ja ein Beweis davon. Die Frage, die mich jetzt interessieren würde, ist, wie denkst du, wird die Zukunft des Fußballs insgesamt aussehen? Welchen Stellenwert wird der Fußball in der Gesellschaft haben? Und auch, wie ist deine Einschätzung zum kommerziellen Fußball? Wie wird der sich verändern? Oder wie muss der sich auch verändern? Also ich sag mal so, ich beziehe das jetzt wirklich auch auf den Fußball im Frauenbereich. Wie er sich zu entwickeln hat, das ist wirklich abhängig von uns. Inwiefern wir das pushen, inwiefern wir da reingehen und sagen, wir wollen hier auch einen Markt schaffen, also eine gewisse Attraktion schaffen. Aber es ist auch teils das, so wir haben so viele Spielerinnen, die eine wirkliche Vorbildfunktion haben, das ihnen selber aber gar nicht so bewusst ist. Und da halt einfach eine Plattform zu schaffen, voranzugehen, eine Bildfläche auch für die Medien zu bieten, mit einem ganz klaren Statement, wir wollen oben wieder angreifen. Und das ist ja auch uns immer so ein bisschen, dadurch, dass ich auch viel im Ausland unterwegs bin und dann immer so nach, ja, was so die Eigenschaften, womit den Eigenschaften einer Deutschen konfrontiert werde und so dieses überaus Disziplinierte, was uns ja auch ausmacht, aber durchaus auch diese Skepsis gegenüber etwas Neuem. Und dieses, ich sag mal so, dieses gesunde Selbstbewusstsein, wir dürfen selbstbewusst sein, sondern dementsprechend das auch nach außen zu zeigen und nicht, das ist ja auch so ein bisschen klassisch Frau, was ich als Athletin erlebt habe, so, wir denken halt einfach 17 Mal darüber nach, ehe wir eine Entscheidung treffen, weil wir uns absichern wollen und ja nichts Falsches machen wollen, nur somit bewegen wir nichts. Wir haben einfach diesen Weg zu gehen und wenn ich zurückblicke, ich habe auch so viele Entscheidungen getroffen, wo ich meinte so im Nachgang so, oh, das waren aber auch, also würde ich jetzt als Fehler bewerten. Aber dadurch halt einfach gelernt, auch, ich meine, in welchen Phasen lernt man am meisten? Das sind die Phasen der Niederlagen, der Niederschläge und wenn du da halt die Dinge mitnimmst, kannst du nur daraus lernen. Und was auch die ganze, sag mal, der Kommerz angeht, um da auch nochmal kurz drauf zurückzugreifen, es ist immer ein schmaler Grat. Wir wollen dann ja auch immer, wir geben den kleinen Finger und wir wollen die ganze Hand. Da auch die andere Seite zu beleuchten von Seiten des Kommerz, sondern auch einfach die Wichtigkeit, diese Verantwortung in der heutigen Gesellschaft, da einfach
ja, die gewissen Werte, die der Sport mit von klein auf, diese Werte lebst du, von dem respektvollen Miteinander, was gemeinsam zu leisten, zu erfahren, umzusetzen, zu erreichen, all das einfach mit in die Gesellschaft quasi mit hineingeben, die Leute mitzunehmen, die Fans mitzunehmen, dass man nicht diese Zweiklassengesellschaft hat. Und was wünschst du dir für den Frauenfußball? Ich wünsche mir einfach, das ist, wie soll ich das, naja, doch, ich versuch's mal. Zum einen wünsche ich mir natürlich diese Offenheit auch von der Gesellschaft, nur da würde ich auch noch übermorgen da sitzen und der Wunsch würde nicht erfüllt werden. So, deswegen habe ich den Wunsch eher, beziehungsweise auch wiederum den Anspruch an uns, zu sagen einfach, diesen unbequemen Weg auch einfach zu gehen. Weil man, wie man jetzt auch anhand der Fußball kann mehr Kampagne, Initiative sieht, es gibt Verbündete, denen geht's genauso. Mhm. Und da halt einfach voranzugehen, und dann siehst du ja aus wie vielen, ob es Vereine sind, Verbände sind, siehst du viel Zuspruch und die dann einfach mitzunehmen und dann gemeinsam was zu gestalten, so wie der Fußball das halt einfach mit sich trägt. Ja, vielen Dank. Tabea, vielleicht lässt du uns noch mit einem Ausblick deiner drei Top-Highlights in deiner Karriere. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, also meine Lebenstraumerfüllung in meiner Karriere war wirklich ja der Olympiasieg in Rio. Also die 4 Wochen Aufenthalt in Brasilien, einfach auch, ich bin ja so Fan von dieser Offenheit dieser Menschen dort. Mhm. Das war einer, ne? Mir fehlen noch zwei. Die als junge Spielerin, ich glaube, ich war um die 18 oder 17,5, die Champions League gewinnen zu dürfen. Geil. Wo ich aber auch ehrlich bin, ich war mit den jungen Jahren mit nebenher noch irgendwie Abitur ein Thema gewesen und dann einfach so mehr oder weniger in dieses Tournament rein. Und jetzt im Nachgang sich selber mal beobachten zu dürfen, ich glaube, das ist nochmal viel mehr der Mehrwert. Aber das war auf jeden Fall auch ein Highlight. Nummer 3 ist, na, das Highlight, einfach mal im Ausland gespielt zu haben. Geil. Und was würdest du jungen Mädchen und Jugendlichen Frauen mitgeben, die einen ähnlichen Weg wie du den angestrebt hast? Das kann ich einen ganz klaren Appell, beziehungsweise ja doch, zu sagen, den Halt, den baue ich nicht oder den suche ich mir nicht in den Meinungen anderer, sondern ich bin mein eigener Halt. Das ist das, was mich sehr, sehr geprägt hat. Und das kann ich nur so weitergeben an junge Spielerinnen, wo man ja immer noch nicht so genau weiß, was ist der Standpunkt, wie muss ich überhaupt was sagen, gehen, in welche Richtung, sondern einfach auch mal so ein bisschen wieder back to the roots deiner Intuition folgen. Ja, Ruhe in deiner Kraft, würde ich dazu sagen. Super. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.